So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go in Hildburghausen und wir stehen hier kurz vorm Brunnen. Wenn ihr den Brunnen noch kennt, das ist das Teil hier hinter mir, wo ich damals immer mit dem Ispo reingehüpft bin. Der ist natürlich jetzt abgedeckt. Da ist hier eine kleine Schneespur drüber, ne? Er steht für Rote, Thomas Rote oder für Robin von Batman oder einfach nur für Ramses. Und guck mal, wie schön der Schnee da auf dem Dach liegt. Vom, was ist das, Rathaus, da wo sie immer heiraten, genau. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Pissedino, denn wir wollen einen Community Raid machen. 10 Uhr war heute Raid-Boss-Wechsel wieder, Regirock ist jetzt in den Raids. Generell hat das Mondneuer-Event gestartet, Psyau ist in den Raids, kann man als Shiny bekommen. Shadrago ist in den Raids, immer noch, die ganze Zeit schon. Wir wollen heute Abend Raids für Zuschauer machen. Mit Psyau, mit Shadrago, für die Leute, die noch Shadrago Shiny brauchen. Und hier möchte ich mich jetzt aufbauen. Am Pissedino. Hab mir extra mein Brettle mitgenommen, weil es doch ein bisschen nass ist. Wollen den Community Raid machen. Ich werde wieder 10 Leute einladen. Die habe ich alle geedet, die haben alle ein Herz gekriegt. Einer fehlt gerade noch, habe ich gesehen, der Marco. Marco hat noch nicht angenommen, der muss noch annehmen. 11.25 geht es dann los. Guckt den euch doch mal an. Ist da nicht herrlich? Gleichzeitig ist für heute Abend eigentlich das Legends, Pokémon Legends Arceus angekündigt zum Streamen, aber es ist immer noch nicht da. Es war wieder nicht im Briefkasten. Von Amazon kommt auch gar nichts mehr. Das läuft jetzt alles über Mediamarkt. Deswegen müssen wir das wieder verschieben. Morgen sind eh nur 2 Stunden, da werden wir das auch nicht machen. Vielleicht am Donnerstag, wenn nicht, dann am Freitag. Schauen wir mal. Ich schmeiße jetzt hier die Leute mal rein und sag euch gleich mal, wen wir alles einladen, was die Werte sind von Regirock. Denn ich habe schon ein 100%iges und brauche eigentlich nur XL-Bonbons. Aber morgen ist ja schon direkt die Raid Mania, da wird einiges zusammenkommen. So, wir gehen mal fix hier auf den Community-Tab. Der Raid ist wahrscheinlich gleich auf in 30 Sekunden oder so, deswegen muss ich mich kurz beeilen. Community-Tab, hier habe ich auch gepostet, die aktuellen Raid-Bosse. Dann seht ihr hier Regirock 22.30 mit Wetterboost, 17.84 ohne Wetterboost. Das ist im Prinzip genau dasselbe wie bei Regieis. Ihr könnt natürlich wieder Kampf nehmen. Ihr könnt Pflanzen nehmen, steht hier. Ihr könnt Stahl nehmen. Ich habe die ganze Zeit mit Metacross gekämpft. Ihr könnt jetzt weiterhin mit Metacross kämpfen. So braucht ihr da kein anderes Team als bei dem anderen. Ihr nehmt einfach immer dasselbe. Dann habe ich das hier mal sortiert und habe genau 10 Leute. Der erste ist der Luigi Sarada. Dann haben wir Mazofix, Bladentiers, Jason, Schneewolf. Das sind die ersten 5 auf dem einen Account. Und auf dem anderen haben wir Marco, Kurvi Diva, Sleepy Maurice, Bowling Ball und Michi. Muss ich mal schauen, ob der Marco jetzt angenommen hat. Wie gesagt, eben hat er noch gefehlt. Hier haben wir unser blaues Brettle, was wir immer nehmen. Da können wir nämlich alles schön drauf setzen. Dann müssen wir nichts ablegen, weil eben alles nass ist. Ich muss wieder eine private Gruppe machen. Jetzt gucke ich aber mal kurz. 9. Gut, Marco hat angenommen, also Marco kann auch eingeladen werden. So, privat. Hier gehen wir auch mal drauf. Regirock am Start. Finde ich immer noch ein sehr cooles Pokémon auf jeden Fall. Private Gruppe. Einmal da, einmal da, einmal so. Erstellen. Pikachu. Taubsi. Radfratz. Dann werfen wir jetzt hier die Leute rein. Kurvi, Bowling, Marco, Michi, Sleepy, Maurice, Mazo, Schnee, Jason, Luigi, Blood and Tears. Jetzt müssen wir das Ganze hier noch machen, dass wir mit dem noch reinkommen. Pikachu, Taubsi und Radfratz. Ich habe schon Tränen in den Augen vom Wind, der zieht hier einfach durch. Ich erkenne eigentlich überhaupt nichts, aber egal. Nehmen wir mal so hin, das Metacross-Team ist auch schon da. Da werde ich wahrscheinlich jetzt auch nichts mehr auswechseln. Ja, das Staloboa, Knackra, Groudon, Kyogre, Dialga. Bei dem anderen hat es Metacross, Machomai, Rihonyor, Knackra, Rizaros, Machomai. Den in der Mitte lassen wir so, wie es ist. Wir müssten theoretisch 13 Leute sein.
Wir sind auch jetzt 13 Leute. Das heißt, ich kann es jetzt auch mal öffentlich stellen, falls jemand zufällig das sieht, kann der dann also auch noch reinkommen. Jetzt stelle ich euch aber mal eins weiter runter, damit ich nicht so in der Luft rumhänge. Ja, Regieis war kein starkes Pokémon. Regieis haben die meisten gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Die meisten wollten das nur wegen Shiny oder so. Regirock wird wahrscheinlich fast dasselbe sein. Die meisten werden sich das Shiny holen. Auch wenn sie es nach 10 Versuchen nicht kriegen, dann geben die das auf. Keiner hat Bock, jetzt 2 Millionen Raids zu machen, außer der Ramses, denn der hat seinen 100er Regirock. Was ich auch sehr cool finde, weil ich feiere das Pokémon. Ich habe das so oft immer gegen die Rocket Rüpel genommen, gegen die Rocket Bosse, selbst gegen Giovanni. Das war mein Pokémon, was ich immer an Start Nummer 1 hatte, um die Schilde rauszulocken und sogar meistens noch das erste Pokémon wegzuklatschen, weil mit Zielschuss lädt er so schnell einfach seinen Charge-Move auf. Der hat meistens bei mir Zielschuss und Steinkante gehabt. Der hat so schnell aufgeladen, hat dann alle Schilde rausgelockt, hat noch eine Steinkante durchgebracht und dann war das Nobilikat, was ja immer am Anfang drin ist, auch direkt weg. Die meisten haben natürlich Lucario genommen für den Anfang, für die Schilde rauslocken, der sich mit seinem Steigerungshieb auch immer selbst nochmal aufpowert, aber das war mir halt zu Mainstream, sage ich mal. Wenn jeder Lucario nimmt, dann musste ich ja natürlich was anderes nehmen. Deswegen war immer Regirock mein Geheimfavorit. Jetzt auf Level 40 zu Level 50 müsste der nochmal viel krasser werden. Und ich habe bisher auch kein 100%iges. Ich habe, glaube ich, die ganze Zeit ein 98er gehabt auf Level 40. Jetzt habe ich ein 100er durch einen Glückstausch bekommen. Und wenn ich das auf 50 ziehe, macht er ja nochmal mehr Schaden, der hält nochmal mehr aus und wird dann wahrscheinlich wieder das Lucario ersetzen, was ich jetzt in letzter Zeit genommen habe. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich weiß nicht, wie viele XL-Bonbons ich schon habe. Ich glaube, es könnten sogar schon 100 da sein. Da muss ich gar nicht so viele Raids machen, aber ich versuche auf jeden Fall in der Zeit, wo Regirock da ist, jetzt diese 300 XL zu füllen, beziehungsweise 296, damit wir den bei Max Out Monday dann auch mal auf Level 50 ziehen können. So, das sieht eigentlich recht entspannt aus, ne? Regieis war ja richtig hart im Nehmen. Regirock ist sogar, glaube ich, ein bisschen leichter. Registil kommt dann noch, aber die 3 Mülltonnen sind auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, ja? Wir haben schon Leute gesehen mit 5, 6 Mann, die sind daran gescheitert, die haben das einfach nicht geschafft. Wenn ihr 10 Mann seid, dann dürfte das trotzdem locker gehen, deswegen machen wir auch immer Raids für Zuschauer. An den Wochenenden werden wir das mit Regirock sicherlich auch wieder machen. Wer da also Bock hat, schaut vorbei, macht mit. 17-14, das ist schon wieder der schlechteste aus der Runde, wie ich sehe. Ey, komm, vielleicht ist ein Shiny dabei. Was haben wir hier? Nix. Muss ich überall durchdrücken. Also der hat auf jeden Fall mehr. Der ist bei 17,34. Hier 17,25. Und jetzt bleibt genau noch einer übrig, und zwar der auf dem Main-Account. Letzter Angriff, Kovi Diva. Ramses, stylisch, cooler Look. Jason, Reisender aus 16.000 Kilometer Entfernung. Bruder, wo wohnst du bitteschön? Auckland oder was? Matzofix, kampfstark, 2142. Und Ramses Raid Mania hat 6 Freunde zum Raid eingeladen. Wie geht das denn? Ich habe doch nur 5 eingeladen. Wie kann ich denn 6 Freunde einladen? Aber der ist ja auch mit dem Main-Account befreundet. Und vielleicht, weil der Main-Account auch drin war, hat das den einfach als 6. gezählt. Ansonsten, da gibt es alles keinen Sinn. Muss es aber nicht. Jetzt schauen wir mal, ob es vielleicht ein Shiny ist. Ist es nicht. Brauchen wir aber nicht unbedingt. 17-14, wir müssen den noch fangen. Ich weiß nur nicht wo. Ich habe nämlich eigentlich keine Lust, mich die ganze Zeit hier runter zu buggeln. Ich glaube, dafür stelle ich euch einfach wieder hier oben hin. Ungefähr so. Schön in die Blöcke. Jetzt versuchen wir den mal einzutüten. Ja? Denkt immer dran, schön goldene Beere nehmen. Kreis einstellen. Ihr bleibt also drauf, bis der Kreis relativ klein ist, so wie ihr ihn haben möchtet. Ihr wartet, bis er angreift. Und dann, mitten im Angriff, curvt ihr, werft ihr. Dann kommt der Ball auf, in dem Moment, wo er eigentlich
gerade mit seinem Angriff fertig ist und er kann gar nicht nochmal neu angreifen. Und das ist alles. Ey, das sieht ultra perfekt aus, weil es direkt im ersten drin war. 5 XL-Bonbons gibt es auch dazu. 120 XL haben wir sogar schon. Das passt. Da muss ich nicht so viel machen. 10, 14, 10. Das ist nix. Wir können ja mal ganz kurz hier Regirock noch eingeben. Da kann ich euch nämlich zeigen, was ich hier habe. Das ist der, mit dem ich immer gekämpft habe. Der ist auf Level 40 mit Zielschuss und Steinkante. Ist auch Best Buddy. 3100. Das ist ein 98er, genau. Hier unten muss jetzt aber irgendwo der 100er versteckt sein. Als Glücks-Pokémon. Sogar mit Best Buddy-Schleife. Den wollen wir dann hochziehen. Der kommt nämlich auf 3530. Da fehlen aber noch XL. Wie viel haben wir jetzt gemacht insgesamt hier? 91 gesehen, 87 gefangen. Was ist eure Statistik jetzt zum Zeitpunkt, wo Regirock wieder da ist? Die Spieler, die schon ewig dabei sind, die werden auch einiges draufstehen haben. Die Spieler, die neu sind, werden vielleicht sagen, das ist mein allererster Regirock. Ich habe den noch nie gesehen. Shinies sind natürlich auch schon da. Die sind hier unten irgendwo. Da ist zum Beispiel eins. So sieht also das Shiny aus. Und ansonsten war es das eigentlich von meiner Seite aus. Ich weiß, viele Leute werden sich jetzt nicht dafür interessieren, weder für Eis, noch für Rock, noch für Steel. Aber die Deoxys-Formen kommen dann auch noch. Die sind eigentlich auch komplett nutzlos, außer vielleicht das in der Verteidigungsform, weil du das in der Superliga bei der GBL gut nutzen kannst. Trotzdem Shiny-Einführung dann auch von den Deoxys, aber immer nur kurze Zeit. Der Februar wird auf jeden Fall also für mich spannender wie der Januar. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Heute Abend 18 Uhr sehen wir uns im Stream, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, Peace out. Vorhaut, euer Ramses.